Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu UFC 4 hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in der letzten Fight Night haben wir unseren Titel verteidigt. Das versuche ich in dieser Fight Night auch hinzubekommen. Ich habe es jetzt mal fertig trainiert. Und wir gehen jetzt das alles miteinander durch, was wir so an Freischaltungen haben. So an Coins wieder kommen. Aber bis jetzt noch gar nichts. Ist echt schwer an deiner, an dir Coins zu kämmen. Haben wir es gerade nicht unterschaut. So, da haben wir es alles durch. 385 Coins haben wir, da können wir gar nichts eigentlich damit anfangen. Profil schauen wir uns auch gleich an. Dann gehen wir bei den Kämpfer rein, dann wir die Coins verteilen. Genau, tun wir ein bisschen was in Submission rein. Dann stand Q jetzt nichts mehr rein, aber ich Q ja nicht da. So, geht der gut dahin. Der hat sich verbessert. Die muss ihn verbessern. Oh, haben wir es jetzt noch? Was haben wir jetzt noch verbessert? Das hat nicht nochmal auch verbessert. Da genau, ein Joking haben wir verbessert. Und die haben wir verbessert. Und dann schmeißen wir uns ins Oktagon.
habe ich denjenigen ein bisschen genervt, der was eher mehr den Kampf schauen wollte. So. Wir müssen ja viermal, glaube ich, unseren Titel verteidigen. Als nächstes dürfen wir uns auf einen UFC-Titelkampf im Schwergewicht freuen. Ihn als einen der besten Ringer der Welt zu bezeichnen, ist zweifelsfrei keine Übertreibung. Er geht immer direkt drauf, rein in den Clinch, versucht seinen Gegner in den Bodenkampf zu kriegen. Ja, und wenn er dich einmal in seinem Griff hat, na, dann Prost Mahlzeit. Viel Glück dabei, dich da wieder aus seinem Klammergriff zu befreien. Am Boden ist er einfach eine Woche. Was ihn so gefährlich macht, ist seine Fähigkeit, einen Fight auf den Boden zu verlagern und oben zu bleiben. Viele Kontrahenten geben dann irgendwann einfach frustriert auf. Da ist der Einmarsch des Titelverteidigers. Wir können davon ausgehen, dass er versuchen wird, seinen Kontrahenten irgendwie zu verdrehen. Wie der die Arme und Beine seiner Gegner verdrehen kann, das ist schon der Wahnsinn. Und das sind immer gefährliche Submissions, wo man schnell abklopfen muss, um sich nicht zu verletzen. Er betritt das Oktagon, um seinen UFC-Titel im Schwergewicht zu verteidigen. Logisch, mach mal. Werfen wir einen Blick auf die Profile der beiden Kämpfer in unserem Hauptkampf. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Mergliotta. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Honda Center in Anaheim, California. Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a wrestler holding a professional record of 62 wins, 17 losses, and one draw. He stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 240 pounds. Fighting out of Moscow, Russia, presenting the challenger, Alexei the Boa Constrictor Aliyev. And now, introduce the champion, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 20 wins, one loss. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 210 pounds. Fighting out of Vienna, Austria, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC heavyweight champion of the world, Assassin. All right, this is for the UFC Championship. I want you to bend my commands at all times, protect yourself at all times. I want a nice, clean, safe fight. Touch gloves, match your corners, come out first. Tja, schauen Sie sich diese Blicke an. Die sagen alles, die wollen endlich loslegen. Die können es kaum erwarten. Im letzten Kampf hat er sich ja den Titel geholt. Eine richtig starke Leistung. Eine Submission gab am Ende den Ausschlag. Aus meiner Sicht eine wirklich überzeugende Leistung. Variiert hier schön die Angriffe, das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, er muss... Er hat es angekündigt und jetzt hat er geliefert. Da ist der frühe Takedown, genau das war sein Matchplan. Ja,
Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt nach diesem Schritt. Er versucht es mit einer Submission. Oh, das macht seinen Arm nicht mehr lange mit. Er zieht die Submission jetzt knallhart durch. Ist draußen, stark gemacht. Sein Hals ist ungeschützt. Ja, jetzt ein Peruvian Necktie. Wenn wir schon wieder schon meint, dass wir auf dem Boden bleiben müssen, dann müssen wir ja gut sagen, dass wir eventuell hohen Abos kennen. Er zieht den Choke hier gnadenlos durch. Fantastisch gemacht. Er hat die Submission hervorragend angesetzt und sie dann blitzsauber zu Ende gebracht. Schöner Takedown. Hätte ich nicht gemeint. So schnell. Wenn sie so gepriesen haben vom Bodenkämpfer. Da sehen wir den Sieger dieses heutigen Fights. Was für ein Triumph. Was für eine herrliche Submission am Ende. Ladies and gentlemen, Referee Dan Mergliotta has called a stop to this contest at 2 minutes, 24 seconds of the very first round. Declaring the winner by submission due to a Peruvian necktie. And still the undisputed UFC heavyweight champion of the world. Ein schöner, ein überzeugender Triumph also am Ende. Titelverteidigung gelungen. Kompliment. Das war vielleicht die härteste Herausforderung, die schwerste Aufgabe, aber er hat sie bestanden. Hat wieder einmal gezeigt, dass er aktuell einfach in absolut bestechender Form ist. Kompliment zu diesem Sieg. Ist gut gegangen. Ich bin heute ein bisschen verblüfft, weil es so schnell gegangen ist, aber... Ja, lässig war schon so zur Pressekonferenz auch, dass das so das Einbauern. Das Wiegen oder so. Titelverteidigung 2 im Petto. So, das heißt, 4 von 17 habe ich schon. Oder was heißt das, 4 von 17? 15 Submission, also 10 müsste ich da noch machen, 9 von 12 K.O.s habe ich. Ah, 14 von 17 Kampfabschlüsse habe ich schon. 17 von 35 UFC-Kämpfe haben wir, 16 von 24 UFC-Siege haben wir. Kampf des Abends haben wir schon gewonnen. Siege in Folge 9 von 17. Da haben wir auch von Performance haben wir UFC-Titel 2 von 11.
schauen wir mal. Wird geil. Wird geil. Die nächste Folge. Wird geil. Gingen's Diebe. Das heißt, wir machen Mutai. Dass wir Zeit haben, den Frontkrieg zu trainieren. Wir arbeiten heute an deinem Timing, okay? Mit gutem Timing kannst du jeden Kampf gewinnen. Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. Stiepe, jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwas mehr aufbringen. Die nächste Folge muss gewaltig werden. Soll das etwa schon alles gewesen sein? Du kannst das echt besser. So. Okay, was haben wir denn an Kriegs? I roll out with no cash on me. Calm now with no mash on me. Stay away from these ashy youths for they come around and get ash on me. That's 5,000 capacity. 5,000 capacity. Then spread that over the UK. Was haben wir denn da? Flying me. Okay, schauen wir mal. Machen wir das. Es ist mal, wir machen das gleiche wieder wie in der letzten Folge. Bis 30 Minuten bleibe ich da mit Ink. Und dann mache ich dann den Rest. So gewinnst du auch die harten Kämpfe. Positionswechselverteidigung. Das kannst du doch besser, Mann. Beweg dich endlich! Komm schon, bin ich mir auch. Junge, das muss besser gehen. Noch 30. Wo
Was ist jetzt das? Wollen wir nicht mehr neu starten? Ich will, dass du heute Druck machst, okay? Es geht ums richtige Timing heute. Das üben wir jetzt. Los! Wenn du da raus bist, musst du schon mehr tun. Komm schon, bleib in Bewegung. Warte mal auf. Also mit dem. Also ich druck R2, aber mit dem rechten Analogstift geht das nicht. Jetzt probiere ich den Steuergerät. Dann fallen dir die Submissions auch einfach. Komm schon, Junge, du musst mehr tun. Aha. Superman, Elbus. So will ich das sehen. Super, Junge. Jetzt bring's zu Ende. So. Weiter so. Gleich kommt der Tap-Out. Super. Jetzt bring's zu Ende. Ein Triangle, der war gut, dass man den beherrschend. In einer halben Minute war's das. Komm schon, etwas mehr Bewegung bitte. Hier schlummert so viel Talent. Haben wir gekriegt. Die Coins. Auf geht's zum nächsten Hype. Müssen wir ein bisschen aufpushen. Zini, das heißt Social Media Posts. Geht's hier aus? Dann in die nächste Woche. Was haben wir denn an Sponsoren? Aber die Sponsoren in der Woche abgeschlossen. Dann machen wir Boxtraining. Und dann noch Ringen, wenn wir noch Punkte haben. Und sonst machen wir das Ringen in der nächsten Woche. Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. So muss das. Das war genau richtig so. Da. Ja, Junge, das war ein schöner Treffer. 30. Ah.
Mindestens Simi haben wir da in der Entwicklung drin. Never on my grind, she make it clap like I'm Busta Rhymes. I got the juice, the sauce, and all them things. I blammed her twice a night with all my bling. Big Benz, I drive, I brought that thing. Any girl you want, they want my thing. Don't rush, slow touch, grind away. Haben wir noch 15, dann geht sie nämlich noch Eigenwerbung aus. Geht sie noch Eigenwerbung aus und zwar. And don't take no dumb threats. They see funds, they hop fence. We bring up, not. Don't rush, slow touch, run away. Like I go country, grab and buy. We can go bust. Heute geht's ums Timing. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du gewinnen willst. Ja, das ist doch genauso, wie ich das sehen will. Den probieren wir jetzt noch weiter auszubauen. Schöner Takedown, Junge! Ja, klasse Takedown! So, dann machen wir Positionswechsel. Ja, immer weiter so. Komm schon, noch 30 Sekunden. Ja, Spitzen-Takedown. Klasse, das machst du gut. Das war perfekt. Gutes Grappling. Ich bin, wenn der Coach zufrieden ist. 17 Coins, passt da ganz gut. Dann haben wir noch 50. Kann das mal eigentlich wieder mit dem Thai drehen anfangen? Mal schauen, was haben wir denn für den Hype? So from 16 was a mic man kid. They keep saying I'm a young black king. Okay, then where's my banquet? They said there's more fish in the sea, but leave that one, that's my man's fish. Mach mal einen Sparringstream und zwar in Thai. Mich schon lange nicht mehr gemacht einen Stream. Dann haben wir da einen schönen Abschluss für die Fight Night. Hast du ein gutes Timing haben? Zeig's mir mal! Los! Das. Noch 30.
Da geht noch was. Komm schon. Passt gut. Haben wir jetzt einen schönen Abschluss für die Fight Night mit dem Stream. Dann würde ich jetzt sagen, ich trainiere jetzt halt alle Art, das fertig und dann schauen wir, dann machen wir so, wie wir es diesmal auch gemacht haben. Sehen wir uns zum Kampf, gehen die Hut zuerst durch, dann den, was sie verbessert hat und dann eine in die dritte Titelverteidigung. Ich hoffe, die Fight Night hat Ihnen gefallen, würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier aus der UFC mit einer HP weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt von respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.